So, liebe Leute, nach langer, langer Zeit, ich glaube, das waren sogar mehr als 4 Monate, bin ich mal wieder da und möchte euch heute wieder eine Geschichte erzählen, wie ich es schon lange, lange, lange nicht mehr getan habe. Hört gut zu und seid gespannt. Es war einmal mitten in der Natur. Ein Haus. Dieses Haus war ein großes Haus und es hatte mehrere Etagen. Und in diesem Haus wohnten drei Hexen. Und diese drei Hexen hatten aber nur einen einzigen Besen. Und dieser Besen war ein besonderer Besen. Dieser Besen war nämlich ein Zauberbesen. Und jede dieser Hexen konnte mit diesem Zauberbesen sehr gut umgehen. Und sie stritten sich nie um diesen Besen. Denn wenn eine von den Hexen den Besen in der Hand hielt, fanden die anderen Hexen es wunderbar, weil wieder mal etwas Spannendes passierte. Und in diesem Haus gab es Kinder. Diese Kinder waren in diesem Haus gefangen. Sie wollten gerne wieder rauskommen, aber die Hexen ließen es nicht zu, denn diese Hexen waren keine guten Hexen, diese Hexen waren böse Hexen. Es ging den Kindern aber nicht schlecht, denn es gab noch einige andere Frauen, die dort in diesem Haus waren und die mussten immer die Arbeit machen, wo die Hexen sich zu fein für waren. Die Frauen, die mussten die Arbeit machen, zum Beispiel die Tische wischen oder den Fußboden reinigen oder bei den Kindern etwas sauber machen. Oder. Und diese drei Hexen, wo eine sogar die Haupthexe war, die waren sich für solche Arbeit zu schade. Die sagten sich, warum sollen wir die Finger krumm machen, wenn es doch die anderen Frauen gibt, die das alles machen können? Dann werden wir nichts machen. Und die Frauen waren sehr, sehr gut zu den Kindern. Die Frauen hatten die Kinder alle sehr lieb und die taten alles, damit es den Kindern gut ging. Und eines Tages ließen die Frauen die Kinder wieder nach Hause gehen. Sie öffneten alle Türen und alle Tore, als die Hexen im Wald waren und wieder ihre Hexentänze aufführten. Die Kinder sind dann alle sofort wieder losgelaufen, um nach Hause zu kommen. Und die Frauen freuten sich sehr, dass es den Kindern endlich wieder gut ging. Aber jetzt gab es das Problem, was machen diese Frauen, wenn die Hexen wieder zurückkommen? Oh, das war keine gute Idee, dachten sich die Frauen. Was machen wir bloß, wenn die Hexen sagen, wir müssen die Kinder zurückholen? Und sie überlegten und überlegten und suchten dann in jeder Kammer den Hexenbesen, weil sie wussten ja, der Hexenbesen ist dafür da, um etwas zu verzaubern. Und sie sagten sich, wenn wir mit dem Hexenbesen doch bloß zaubern könnten, dann könnten wir die bösen Hexen vielleicht in gute Hexen verzaubern. Und dann wäre dieses Haus wieder ganz normal und alle dürften gleich gute Arbeit leisten. Und keiner würde von oben herab angeschaut werden. So weit, so gut. Sie suchten also den Hexenbesen. In den Schmutzkammern war er nicht. In den Hauptkammern war er nicht. Dann gab es aber noch eine einzige Kammer und das
war die Dachkammer. Diese Dachkammer war aber nicht so leicht zu öffnen. Diese Dachkammer hatte einen Schlüssel und diesen Schlüssel mussten sie suchen, um daran zu kommen. Und sie suchten in dem einen Zimmer und in dem anderen Zimmer. Und endlich, nach langer, langer Sucherei, fanden sie den Schlüssel zur Dachkammer und öffneten diese. Und in der Dachkammer, da sah es sehr rumpelig und zottelig und zerstaubt aus, aber sie fanden den Besen. Nun holten sie den Besen runter, und als sie so wieder herunter wollten, fiel ihnen auch noch ein Zauberbuch in die Arme, und sie schauten in dieses Buch. Und dann sahen sie, es gab ja so viele verschiedene Zaubersprüche, und sie konnten sich alle möglichen Zaubersprüche aussuchen, um diese Hexen zu verzaubern. Da gab es einen Zauberspruch, wo die Hexen mit rausgescheucht wurden. Dann gab es einen Zauberspruch, wo die Hexen liebe Hexen wurden. Dann gab es noch einen Zauberspruch, der die Hexe in Mäuse verwandelte. Und dann gab es noch einen Zauberspruch, wo die Hexen die ganze Drecksarbeit machen mussten. Und die Frauen überlegten sich, was für einen Zauberspruch nehmen wir denn jetzt bloß? Und sie überlegten und dachten sich, wenn wir den Zauberspruch nehmen, dass die Hexen verschwinden, dann hätten wir die Ruhe selbst und könnten ein Haus eröffnen, wo die Kinder gerne herkommen. Das wäre eine sehr gute Idee. Wenn wir aber einen Hexenspruch machen, dass die bösen Hexen in gute Hexen verwandelt werden, dann könnten die guten Hexen Gutes tun, was auch nicht schlecht wäre. Oder sie machten den Zauberspruch, wo die Hexen verwandelt wurden und dann nur noch die Drecksarbeit machen durften. Aber da sagten sich die Frauen, nein, 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 wir wollen keine Menschen schlecht behandeln, wir wollen alle Menschen gut behandeln und deshalb werden wir den ersten Zauberspruch nehmen. Und sie warteten ganz geduldig darauf, dass die drei bösen Hexen wieder in die Tür kamen. Und als sie so gewartet haben, sahen sie von Weitem schon die Hexen angaloppieren. Und die lachten und freuten sich. Und als die Tür aufging, schwangen sie den Hexenbesen hin und her, sprachen den Zauberspruch, Ene mene meck, die ganzen bösen Hexen sind nun weg. Und plötzlich, schwuppdiwupp, waren die Hexen verschwunden. Und die Frauen freuten sich sehr, dass sie nun endlich das Haus für sich hatten. Und schrieben an alle Kinder eine Einladung, dass jetzt das Haus für alle frei ist. Und alle Kinder freuten sich sehr. Und nun, liebe Leute, ist die Geschichte zu Ende. Und ich freue mich sehr, wenn ihr diese Geschichte gut fandet. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen.